Hallo und herzlich willkommen bei Pflegekraft. Ich beantworte heute wieder eine weitere Zuschauerfrage und die kommt diesmal vom Frank. Es ist nichts Fachliches, sondern er will von mir wissen, was hältst du von Zeitarbeit in der Pflege? Okay, also es geht hier um meine Meinung, meine Einschätzung, meine Gedanken zu dem Thema Zeitarbeit in der Pflege. Um vorneweg ein paar Sachen klarzustellen, ich selber arbeite nicht in der Zeitarbeit und habe bisher auch nicht in der Zeitarbeit gearbeitet. Ich werde von keinem Unternehmen bezahlt, irgendwie diesbezüglich, um Missverständnisse da irgendwie aufzuklären. Ich habe ein Interview gemacht mit einem Unternehmen, welches Zeitarbeit in der Pflege ermöglicht. Das findet ihr auch bei mir auf dem Kanal. Aber auch dort gab es keine finanziellen Zuwendungen oder ähnliches. Ich selbst arbeite fest auf einer Intensivstation und arbeite regelmäßig, ja, nahezu in jeder Schicht mit Kollegen aus der Zeitarbeit. Und wie gesagt, das sind ja meine Erfahrungen und meine Gedanken zu diesem Thema. Zuallererst, die Leiharbeit, die ist ja eigentlich dafür gedacht, dass man ein besseres Dienstplanmanagement hat, ne? Und vor allem dafür, um das Stammpersonal halt zu entlasten. Ja, denn immer wieder einzuspringen, ja, weil irgendjemand krank geworden ist, seine Freizeit nicht wirklich planen zu können und so weiter. Ihr werdet es kennen, gerade von noch vor ein paar Jahren war es um einiges schlimmer. Dazu ist ja eigentlich die Leiharbeit gedacht gewesen, um das Stammpersonal zu entlasten. Es ist aber so, dass vielerorts das Leihpersonal, die Zeitarbeiter, ihren Dienstplan selbst schreiben bzw. selbst vorgeben, wie sie arbeiten möchten. Und auch die Schichten suchen sie sich dann selber aus. Und der Vorteil ist natürlich der Zeitarbeit, dass Krankheitsausfälle abgedeckt werden können oder ähnliches. Und das Stammpersonal wird dann entlastet, bis jemand dann irgendwann fest eingestellt wird, um die Station wieder dementsprechend zu besetzen. Bei den Leiharbeitern ist es so, dass sie unterschiedlich einspringen. Es gibt welche, die über Wochen bis Monate gebucht werden, ja, und dann fest im Dienstplan mit verankert sind. Und dann gibt es Kollegen aus der Zeitarbeit, die halt nur tageweise oder zum Beispiel nur an einem Wochenende aushelfen. Korrigiert mich da gerne, aber das ist die Erfahrung, die ich hier mache im Großraum NRW. Der Markt für die Zeitarbeit, der hat ja in den letzten Jahren massivst zugenommen. Ja, ich habe Zahlen gelesen von 2004 bis 2090, glaube ich, hat sich die Zahl der Zeitarbeiter in der Pflege verzehnfacht. Eine Ursache darin, sehe ich ganz klar, ist der Verbot der freiberuflichen Pflege von schon ein paar Jahre zurück, wo dann gesagt worden ist, nee, freiberufliche Pflegekräfte sind scheinselbstständig und werden damit von der Rentenversicherung, was glaube ich, nicht anerkannt. Ja, und damit haben sich natürlich dann diejenigen, die auf freiberufliche Pflegekräfte gesetzt haben, die nicht mehr gebucht, weil rechtlich war es da schwierig. Das hat natürlich die Bahn freigemacht für Leasingfirmen, ja, weil da, ich meine, für dich als Pflegekraft ist natürlich auch vorteilhaft, du trägst nicht mehr das eigene unternehmerische Risiko, ja, du kriegst ja nur Geld, wenn du gebucht wirst, wirst du nicht gebucht, hast kein Geld und so bist du bei einem Unternehmen eingestellt und bist da relativ sicher, weil du halt normaler Arbeitnehmer bist. Die Nachfrage nach Leiharbeitskräften, die ist aber auch massivst angestiegen in den letzten Jahren, und zwar deutlich, und zwar von Arbeitgeber- wie auch von Arbeitnehmerseite. Während vor ein paar Jahren die Zeitarbeit ja eher so ein Randphänomen war, ist jetzt nahezu egal, auf welcher Intensivstation du bist, ich rede jetzt hier von Intensiv, weil von dieser Abteilung komme ich, jeder kennt Kollegen, die entweder in der Zeitarbeit arbeiten oder selbst mit Kollegen aus der Zeitarbeit auf seiner Station arbeitet. Die Leasingfirmen, die bieten natürlich den Pflegekräften eine äußerst attraktive außertarifliche Vergütung. Ja, die ist besser als das, was wir bekommen als Stammmitarbeiter. Die Zahlen schwanken da zum Teil deutlich, wie viel du bekommst. Ja, es gibt Unternehmen, wo du nicht so viel kriegst. Es gibt Unternehmen, wo du sehr gutes Geld meiner Meinung nach bekommst. Und ich habe Zahlen aus München gesehen, das ist jetzt aber auch ein Spezialfall von einer Kollegin, die hat die mir zugesendet, da ist mir schwindelig geworden. Also man kann wirklich, wenn es nur ums Geld geht, gutes Geld verdienen in der Leiharbeit. Mal abgesehen davon hat die Leiharbeit aber auch noch für
den Leiharbeiter selber andere Vorteile. Ja, die schreiben in der Regel ihren Dienstplan selber. Sie bestimmen ganz klar ihre Arbeitszeiten selbst. Ja, die müssen sich nicht irgendwie unterordnen in diesem Plan. Und es muss klar gesagt werden, also ist meine Einschätzung, dass Leiharbeiter in der Regel mehr Privilegien haben als die Stammmitarbeiter. Mit einer Einschätzung, in der Regel wird es so gemacht, dass die Leiharbeiter halt die Patienten bekommen, die übrig bleiben. So ist zumindest das, was ich mitkriege, beziehungsweise zum Teil können sie nicht alle Patienten versorgen. Ja, wenn zum Beispiel da eine ECMO läuft und da kommt ein Leiharbeiter, der nie mit ECMO gearbeitet hat, ja, dem werde ich jetzt nicht die ECMO geben, ja, als Beispiel. Und so kenne ich das bei mir aus der Praxis, ist, dass der Leiharbeiter der Letzte ist, der sich einen Patienten aussucht. Also da Stammpersonal sucht sich erstmal seine Patienten aus. Bundesweit liegt die Zahl der Leiharbeiter bei etwa 2%. Das sind die Daten, die ich gefunden habe. Mein persönlicher Eindruck ist, dass das zumindest in den Funktionsbereichen deutlich höher ist. Ich selbst habe auch schon Schichten gehabt, wo ja die Mehrheit Leiharbeiter da waren und nicht Stammpersonal. Und da wird die Sache halt ein bisschen komplizierter, denn die ganzen Aufnahmeprozeduren, zum Beispiel von neuen Patienten, so Sachen wie der Reha-Funk, diese Prozeduren, Organisation, die sind ja dem Leiharbeiter, wenn er gerade neu kommt, natürlich nicht bekannt. Wenn er über Monate da ist, okay, klar. Aber da fällt wieder ein Teil der Arbeit zurück auf das Stammpersonal. Und ja, das kann zu Missgunst führen. Die Qualifikation des Leihpersonals, die ist unterschiedlich, sehr unterschiedlich zum Teil. Aber ich muss sagen, dass das Leihpersonal fachlich eigentlich gut ist, mit dem ich es bisher zu tun hatte. Also ich kann nicht behaupten, dass Leihpersonal schlecht ist oder schlechter ausgebildet wäre als das Stammpersonal. Und viele Leiharbeiter machen das als Teilzeit oder als Minijob nebenher. Also es wundert eigentlich niemanden, warum die Leiharbeit in der Pflege in den letzten Jahren so hoch angestiegen ist. Denn es gibt natürlich die Gegenseite. Dadurch, dass mehr Leiharbeiter da sind, ja, mehr Leasingkräfte, das führt zu höheren Kosten für das Krankenhaus bzw. insgesamt für das Gesundheitssystem. Denn die Kliniken, die bekommen ja die Kosten, wenn ich richtig informiert bin, ja nur bis zur tariflichen Höhe bezahlt. Und alles da, also erstattet und alles darüber müssen sie selber tragen. In einigen Bereichen scheint sich das zu lohnen, denn dort werden viel mehr Leiharbeiter eingesetzt, also Funktionsbereichen. Da scheint es also so zu sein, dass man die Fallpauschalen gegenrechnet und dann Überlegungen trifft, okay, lohnt es sich jetzt weniger OPs zu fahren, lohnt es sich jetzt die Betten auf Intensiv zu schließen? Nein, wir holen lieber den Leiharbeiter, dann zahlen wir ein bisschen was drauf, aber wir haben immer noch einen Gewinn, weil die Marge irgendwie noch ausreichend ist. Das ist zumindest mein Gefühl. Ich bin aber jetzt auch kein Experte in diesem kaufmännischen Bereich. Konflikte zwischen Leihpersonal und Stammpersonal habe ich ehrlich gesagt bisher nicht erlebt. Wobei der Gedanke natürlich irgendwo naheliegend ist. Der Leiharbeiter sucht sich die Schichten selbst raus. Der Leiharbeiter bekommt mehr Geld in der Regel. Er bekommt die nicht instabilsten Patienten, natürlich nicht, ja, weil das örtliche Know-how, ja, ich sagte nicht, dass er sie nicht versorgen könnte. Aber zu wissen, wo alles ist und wie man reagieren muss, allein die Telefonnummer zum Beispiel kennen oder bestimmte Prozeduren, dementsprechend bekommt der Leiharbeiter in der Regel, kommt auch vor, aber in der Regel nicht die instabilsten Patienten. Ich sehe aber in dem Zuwachs der Leiharbeit, das muss ich jetzt nicht alles negativ anhören, ich sehe da auch Vorteile für das Stammpersonal. Denn mal abgesehen davon, dass du von einem Leiharbeiter vielleicht noch was lernen kannst, weil der aus unterschiedlichsten Bereichen kommt. Das sei auch genannt natürlich. Müssen sich die Arbeitgeber dementsprechend, also die Krankenhäuser, ja, natürlich überlegen, okay, wie können wir denn noch Stammpersonal halten, Pflegepersonal, also uns irgendwie attraktiv gestalten, damit die uns nicht abhauen in die Leiharbeit, in die Zeitarbeit. Und seht euch die Entwicklung der letzten 20 Jahre an. Vorausgesetzt, ihr seid schon lange dabei. Was heute zum Teil gemacht wird, ist damals unvorstellbar gewesen, dass hätte sich wagen sollen, sowas zu sagen. Ich rede von zum Beispiel neuen Arbeitszeitmodellen wie 4-Stunden-Schichten. Die sehe ich in einigen Krankenhäusern. Es gibt 4-Stunden-Schichten.
Es gibt auch 12-Stunden-Schichten. Die sind deutlich seltener, aber es gibt 12-Stunden-Schichten, wo du dann halt mehr freie Tage bekommst. Es gibt mehr Häuser, die die 4-Tage-Woche einführen. Ja, hast dann zwar längere Schichten vielleicht, aber dafür einen größeren Freizeitausgleich. Kinderbetreuung in den Krankenhäusern, die ist in vielen jetzt zu finden, dass eigene Kitas da gebaut worden sind oder man Verträge geschlossen hat, ja, damit man halt ne, das Personal zum Arbeiten ranholen kann und die Kinderbetreuung gewährleistet ist. Zusätzliche Vergütung fürs Einspringen, ja, mit oder ohne Freizeitausgleich, da gibt es verschiedene Modelle. Auch das war vor ein paar Jahren noch undenkbar, dass du ja im Hintergrund Bereitschaft hattest, ja, von wegen, wenn einer ausfällt, springst du ein und bekommst das schon vergütet. Und wenn du einspringst, bekommst du eine zusätzliche Vergütung obendrauf. Das haben einige Häuser eingeführt, um natürlich die Bereitschaft des Personals zu erhöhen, mehr Schichten zu machen, bei Bedarf. Und das vor ein paar Jahren, diese, nein, hat es nicht gegeben. Und es entstand oder entsteht inzwischen ein neues Selbstverständnis in der Pflege im Sinne von, ich muss nicht einspringen. Und ich bin nicht bereit einzuspringen, weil wir haben ja die Leiharbeiter. Holt die doch ran. Ja, ihr könnt das Problem lösen. Ich muss nicht einspringen. Und gerade bei den Jüngeren fällt mir das häufiger auf. Und dieses Selbstverständnis finde ich richtig, denn dadurch, dass wir immer einspringen, lösen wir auf Dauer kein Problem. Das habe ich damals auch anders gesehen. Ich dachte auch, ah, die armen Patienten, da muss doch jemand da sein und so weiter und so fort. Ja, aber auf Dauer wird sich nichts ändern. Ja, Freizeit ist Freizeit und ich muss in meiner Freizeit nicht erreichbar sein. Dementsprechend, ihr müsst auch nicht eure Telefonnummer hinterlassen als kleiner Hinweis. Und dann ruft euch auch keiner an und ihr könnt euer Frei genießen. Leiharbeiter haben auch einige Aufgaben und Pflichten. Schlicht und ergreifend nicht. Ein Leiharbeiter ist kein Hygienebeauftragter. Ein Leiharbeiter ist kein Medizinprodukt. Beauftragter auf der Station. Er ist nicht die Schichtleitung, er ist nicht der Praxisanleiter in der Regel. Den Urlaub können Leiharbeiter sich frei wählen und jeder, der eine Urlaubsbesprechung schon mal in der Pflege mitgemacht hat, weiß, das kann echt schwierig werden, weil der Arbeitgeber muss einverstanden sein und nicht zu viele dürfen zum gleichen Zeitrahmen Urlaub haben. Und da gibt es, ja, werdet ihr vielleicht wissen, regelmäßig Diskussionen wegen dem Urlaub, wann wie wo nehmen. Und ich aus meiner Warte, ja, ich bin verheiratet, meine Frau arbeitet auch in der Pflege und wir haben zwei Kinder. Wir können halt nur Urlaub dann nehmen, wenn Ferien sind. Und dann das Gehäcksel, dass ne, zwei Pflegekräfte auf zwei verschiedenen Stationen, wir arbeiten nicht auf der gleichen, dann um den gleichen Urlaub kämpfen müssen. Das ist jedes Jahr ja, eine Sache, wo das schon ein Argument wäre, in die Leiharbeit zu gehen, weil ich dann einfach den Urlaub kriege, den ich haben will. Leiharbeiter machen auch in der Regel keine Bestellungen, Materialbestellungen, Apothekenbestellungen oder andere organisatorische Sachen, helfen da aber durchaus mit. Versteht mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht sagen, dass Leiharbeiter sich rausnehmen, das nicht machen zu wollen. Sie müssen an keinen Team-Meetings teilnehmen. Ja, und wie gesagt, nehmen nicht den Reha-Funk, vorausgesetzt der Reha-Funk bei dir ist im Haus eine Sache, die intensiv. Es kann also tatsächlich sein, dass Leiharbeiter zum Teil das Stammpersonal zusätzlich belasten, dass sie ja ne, vieles nicht können. Sie sind in Geräte nicht eingewiesen. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich mir denke, wie klären das die einzelnen Häuser denn, wenn ein Leiharbeiter zum ersten Mal kommt? Der braucht ja eine Einweisung in die ganzen Geräte, wenn er sie nicht kennt, vorausgesetzt natürlich. Ja, und in das Dokumentationssystem. Dann brauchst du, wenn es elektronisch ist, noch ein eigenes Passwort. Dann ist das Passwort nicht da. Ja, da muss man sich darum kümmern und so weiter. Also es kann sein, dass dann das Leihpersonal, das Stammpersonal zusätzlich belastet und es dann zu Clinch kommen könnte. Oder die Leiharbeiter kennen schlicht Strukturen nicht in diesem Haus, woher denn auch, ja, allein schon Telefonnummern, wen sie anrufen sollen und so weiter und so fort. Also da gibt es natürlich irgendwo Schwierigkeiten, aber ja, in der gelebten Praxis muss ich sagen, ist das eigentlich weniger der Fall, dass mich persönlich das stören würde. Politisch wird versucht, die Leiharbeit in der Pflege einzudämmen. Ja. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist 2020 in Berlin. Da hat Dilek Kalici eine Preisobergrenze für die Löhne für Pflegeleasing eingeführt. Ich meine, wenn ich Mitglied des Aufsichtsrates von Vivantes bin,
wahrscheinlich würde ich es dann auch machen. Also das war für mich zumindest so, ja, das war im eigenen Interesse und nicht im Interesse der allgemeinen Pflege. Ich habe aber jetzt nicht nachverfolgt, ob das irgendwie großartig von ob das zielführend war, um ehrlich zu sein. Jens Spahn ließ ebenfalls durchblicken, dass er da was machen wollte. Er hat auch, glaube ich, was gemacht. Ich habe es aber nicht weiter recherchiert, dass es da auch irgendwie Obergrenzen gab. Krankenkassen in Nordrhein-Westfalen, die wollen auch einen Deckel auf die Leiharbeit für die Pflege draufsetzen, in welcher Form auch immer. Und es gibt Klinikverbände, die schließen sich zusammen und leihen Personal untereinander aus, ja, um ohne Pflegepersonal, also Leihpersonal, auszukommen. Ja, kann man alles machen. Also politisch, nein, wenn Politik sich da anfängt einzumischen, im Sinne von, wir wollen Sachen verbieten, so, ja, weiß nicht. Also ich seh die Leiharbeit für die Arbeitgeber, für die Kassen und für die Politik eigentlich als Leitsymptom für das Verfehlen und Versagen der letzten Jahrzehnte. Ja. Und das Leiharbeit ist nur ein Symptom für alles, was bisher nicht gut gelaufen ist. Und wenn Politiker anfangen mit Verboten zu drohen, davon reden, die Leiharbeit einzudämmen und es dann auf einmal nicht mehr der Markt regelt, ja, dann kannst du dir eigentlich denken, dass sie nicht mehr weiter wissen und dass sie nicht wissen, was sie tun sollen, das Stammpersonal in den Häusern zu halten. Denn eigentlich sollte ja der Arbeitgeber attraktiv genug sein, dass ich dort arbeiten möchte. Und es ist normal, wenn irgendwo anders die Rahmenbedingungen besser sind, ich mir die Schichten aussuchen kann, den Urlaub so kriege, wie ich will, mehr Geld und weniger Verantwortung. Also im Sinne von, ich muss in diesen ganzen Organisationsstrukturen nicht mehr mitmachen. Ja, komm, spricht ja sehr vieles für die Leiharbeit. Ich habe mir vor 20 Jahren anhören können, hey, etwas Besseres als eine Anstellung im Krankenhaus findest du überall. Das war nach meiner Ausbildung der erste Spruch auf meiner ersten Station, den ich mir anhören konnte. So, ja, warum Pflege? Du findest überall was Besseres. Und es scheint sich leider irgendwo zu bewahrheiten, denn die Leiharbeit ist natürlich irgendwo attraktiv. Und ja, ihr werdet es auch wissen, wir sehen die Flucht vom Bett, also von der aktiven Pflege. Sei es in die Leiharbeit, natürlich arbeiten sie dann am Bett, aber sind nicht mehr in diesen Organisationsstruktur des Krankenhauses drin. Die Leute fangen an zu studieren, Pflegestudiengänge, Pflegemanagement oder sonst was. Hauptsache nicht mehr am Bett arbeiten, am Patienten. Oder wechseln in pflegefremde Bereiche. Oder da machen sie diese, was ich jetzt gesehen habe, diese duale Studiengänge, dass sie die Pflegeausbildung machen, dann aber so ein Studium oben drauf setzen, damit sie dann nicht 100% am Bett arbeiten. Das ist für mich auch nichts anderes als eine Bettflucht. Ja? Also nicht am Bett arbeiten zu möchten, weil die Rahmenbedingungen da nicht gut sind. Auch was ich sehr interessant finde, ist, dass bei der Leiharbeit in der Pflege die Arbeitgeber vor den Leiharbeitern geschützt werden sollen. In anderen Branchen, ja, ist es ja andersrum. Da werden die Leiharbeiter vor den Arbeitgebern geschützt, weil da Dumpinglöhne und so weiter und so fort. Was nicht richtig ist, will ich gar nicht gutheißen, aber das ist in der Pflege nicht so. Am Ende ist es so, jeder macht das, was am besten für ihn passt und für ihn am bequemsten ist. Und ich kann jeden verstehen, tatsächlich, der in die Leiharbeit wechselt. Ich kann aber auch jeden verstehen, der in der Klinik bleibt, sich im Team wohlfühlt, dem das gefällt. Also, ich verurteile da niemanden, der sich für das eine oder das andere interessiert. So, ich denke, ich habe jetzt hier, ja, ne, fast 20 Minuten genug erzählt. Eure Meinung zu dem Thema würde mich brennend interessieren. Ja, wie steht ihr zur Leiharbeit? Seid ihr in der Leiharbeit? Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von den Maßnahmen, die dort von der Politik angestrebt werden? Habt ihr eine Lösung für das Problem, wenn es überhaupt eins ist? Oder seht ihr das überhaupt nicht als Problem, sondern halt nur als, ja, es muss mehr Geld ausgegeben werden? Oder wir müssen halt die Löhne in der Pflege insgesamt anheben, damit die Leiharbeit nicht mehr so attraktiv ist? Mich würde eure Meinung interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.